Wir haben in den ersten beiden Videos über Gruppen einerseits Gruppen behandelt, die aus Zahlenbereichen hervorgehen oder aus Matrizen gebildet werden, aber auch kleine abstrakte Gruppen gesehen, wo man eben versucht, kleine Gruppen zu konstruieren. Ich möchte jetzt einen weiteren Zugang zu Gruppen vorstellen, nämlich Symmetrien. Dazu betrachte ich ein gleichseitiges Dreieck. So, wo wir eben Dreieckpunkte haben, die immer gleich weit voneinander entfernt sind. Das heißt, wir haben hier die drei Seiten, die gleich lang sind und die Winkel sind, wie wir alle wissen, alle 60 Grad. Nun, welche möglichen Symmetrien gibt es hier? Natürlich kann man hier das Dreieck um 120 Grad nach links oder nach rechts drehen. Also wir haben hier sicherlich zwei Rotationen. Zunächst einmal, wenn wir nach links drehen und ich möchte diese Rotation folgenderweise notieren. Ich habe hier die Eckpunkte 1, 2, 3. Und wenn ich jetzt nach links drehe, geht der Eckpunkt 1 hier in den Eckpunkt 2 oder den früheren Eckpunkt 2 über. Das heißt, ich schreibe statt dem 1er hier unten einen 2er. Und der 2er geht in den Eckpunkt 3 über. Und der 3er geht in den Eckpunkt 1 über. Also das ist, wenn man so will, die Drehung um 120 Grad in diese Richtung. Und ebenso gibt es die Drehung um 120 Grad in die andere Richtung. Dann geht der 1er in den 3er über, der 2er in den 1er und der 3er in den 2er. Aber natürlich gibt es auch drei Spiegelungen. Ja, ich könnte zum Beispiel hier um diese Achse hier spiegeln, also um diese Achse hier. Dann wird sozusagen der Eckpunkt 3 festgehalten und die Eckpunkte 1 und 2 tauschen ihren Platz. Aber entsprechend gibt es auch die Spiegelung um diese Achse und um diese Achse hier. Das heißt, wir bekommen noch zwei weitere Spiegelungen, also wo 1 festgehalten wird, 2 und 3 ihren Platz tauschen und als drittes noch wo 2 festgehalten wird und 3 und 1 ihren Platz tauschen. Ich habe also hier fünf Symmetrien gefunden. Man darf aber eine Symmetrie nicht vergessen, nämlich die Symmetrie, die jeder Körper oder jede Struktur hat, nämlich wenn man nichts tut. Das ist in der Mathematik immer auch etwas, wenn man nichts tut. Und auch in diesem Sinn gibt es auch eine Rotation um 0 Grad. Ja, also ob ich das nach links oder rechts deute, ist wurscht, aber ich schreibe jetzt hier einfach um 0 Grad. Das bedeutet, dass man hier gar nichts tut. Und wir werden gleich sehen, warum man dieses Nichtstun sinnvollerweise in die Symmetrien mit einbezieht. Es ist nämlich folgendermaßen, ich kann natürlich zwei Symmetrien hintereinander ausführen. Also ich nehme zum Beispiel diese Symmetrie her. 1, 2, 3 geht über in 2, 3, 1. Und danach führe ich zum Beispiel diese Symmetrie aus. Also das danach 1, 2, 3 übergeführt wird in 1, 3, 2. Ich schreibe hier das in dieser Funktionsnotation, weil eine Symmetrie ja als Abbildung interpretiert werden kann, also dass eben die Eckpunkte auf eine andere Stelle rücken. Und das ist eben eine Abbildung und das ist dann auch eine Abbildung. So, was passiert bei dieser Abbildung? Nun, hier wird zunächst 1 auf den Platz
2 gestellt und dann der Platz 2 auf den Platz 3. Also insgesamt wird 1 auf den Platz 3 gestellt. 2 wird zunächst auf den Platz 3 gestellt und dann wieder zurück auf den Platz 2. Und 3 geht zuerst auf 1 und 1 bleibt auf 1. Also man sieht, wenn ich zuerst diese Symmetrie anwende und danach diese Symmetrie, dann erhalte ich natürlich eine Symmetrie und das ist wieder diese Symmetrie. Und jetzt sieht man auch, warum man hier diese identische Symmetrie, also wo nichts passiert, auch mit einbeziehen muss. So, wenn ich beispielsweise die beiden Drehungen hintereinander ausführe, also erst die Drehung nach 120 Grad nach links und danach die Drehung 120 Grad nach rechts. Nun, dann ergibt sich natürlich am Schluss nichts. Also wenn man jetzt die Eigenschaft haben möchte, dass zwei Symmetrien hintereinander ausgeführt wieder eine Symmetrie ergeben, dann muss man notgedrungenerweise auch die identische Symmetrie, also die Identitätsabbildung, mit einbeziehen. Nun, was sind das für Abbildungen? Das sind Abbildungen, die die Elemente 1, 2, 3 auf die Elemente 1, 2, 3 abbilden. Also wir können das auch so interpretieren, dass wir sagen, das ist eine Abbildung, nennen wir sie Sigma, von 1, 2, 3 in die Menge 1, 2, 3. Aber eine wesentliche Eigenschaft ist, dass diese bijektiv sein muss. Und wir haben diese Abbildung Sigma zweizeilig notiert. Also wir haben in der ersten Zeile die Elemente 1, 2, 3 aufgelistet und darunter die Bilder Sigma von 1, Sigma von 2, Sigma von 3. Und damit das eben bijektiv ist, müssen hier die Zahlen 1, 2, 3 wieder auftreten in einer anderen Reihenfolge und das ist nichts anderes als eine Permutation. Nun, wenn man jetzt alle Permutationen zusammenfasst, erhalten wir hier 6 Permutationen. Also das ist die identische Permutation, die beiden Drehungen, und die 3 Spiegelungen. Also wir haben zunächst einmal 1 festgehalten, dann 2. Dann bilden die natürlich eine Gruppe. Wir haben hier 6 Elemente. Warum bilden sie eine Gruppe? Natürlich das hintereinander Ausführen von Abbildungen ist immer assoziativ. Also das Assoziativgesetz ist automatisch erfüllt. Es gibt ein neutrales Element. Also das neutrale Element ist natürlich gegeben durch die identische Permutation, die nichts tut, also wo gar nichts passiert. Und es gibt natürlich immer ein inverses Element, auch das ist erfüllt. Das inverse Element von der Identität, die beiden Drehungen sind zueinander invers und diese Spiegelungen sind zu sich selbst invers. Also wenn ich die Spiegelung noch einmal anwende, dann komme ich zur Identität zurück und die beiden auch. Aber was wir auch sehen, ist, dass sie nicht kommutativ sind. Also wenn ich zum Beispiel eine Spiegelung verknüpfe mit einer Drehung, dann kommt was anderes raus, als wenn ich es umgekehrt mache. Wie man leicht nachrechnen kann. Also das ist eine Gruppe von 6 Elementen, die nicht kommutativ ist. Man kann jetzt diese Konstruktion in verschiedene Richtungen verallgemeinern. Man kann einerseits jetzt bijektive Abbildungen von mehreren Elementen
betrachten, dann bekommt man die Gruppe Sn aller Permutationen von n-Elementen, also Sn, das ist die Menge aller Sigma, wo Sigma eine bijektive Abbildung ist von Elementen in sich selbst. Das ist die symmetrische Gruppe und die hat n faktorielle Elemente. Und die andere Möglichkeit ist die Dedergruppe, wo wir einfach die Symmetrien des regelmäßigen n-x betrachten. Hier gibt es insgesamt zwei n-Elemente, also wir haben insgesamt n Drehungen, wobei die Drehung um 0 Grad mitgezählt wird und entsprechend n Spiegelungen.